Simmons? Ada Wong. Es ist lange her. Nicht lang genug. Wie ich sehe, spielen Sie immer noch gern Spielchen. Eine alte Angewohnheit. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Sie will ein Spiel. Sie bekommt es. Mit der echten Ada Wong. Freundin Simmons. Ada Wong. Ada. Sparen wir uns die Floskeln und kommen zum Punkt. Die nette Doppelgängerin, die sie erschaffen haben, hat mir erzählt, dass sie die Welt zerstören will. Was? Dein Hass auf Simmons brachte dich so weit, ihre Welt zerstören zu wollen. Aber dein Gewissen, Carla, besiegelte dein Scheitern. Hast du mich denn nicht genau deshalb involviert? Eine Schande. Hättest du dich allein an Simmons rächen wollen? Ich hätte dir geholfen. Ich brauche niemandes Hilfe. Ich bin nicht gescheitert. Es geht erst los. Bald schon findet diese schwächliche Gesellschaft ihr Ende. Übrig sein wird. Gar nichts. Nichts außer der Hölle auf Erden. Aber du bist nicht mehr als eine billige Kopie. Mitleid ist dir fehl am Platz. Ein Ende, ein für alle Mal. Ein Auftrag? Klar. Bin gerade frei geworden. So süß. Alles etwas verwirrend für dich, was, Leon? Amüsant, dich so zu sehen. Wie sieht's aus? Versuchst du etwa bei mir die nette Tour, oder was?
Die zieht bei mir nicht. Du verschwindest besser wieder, wenn du nichts Wichtiges zu sagen hast. Sonst zieh ich dir das Fell ab. Man sagt, du bist gut. So, so. Sagt man das? Okay. Du bist neu hier und weißt noch nicht, wie es hier abläuft. Also erkläre ich's dir. Du quatscht mich nur an, wenn es was wirklich Wichtiges gibt oder mein Bruder dich schickt. Klar? Klar. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Warum nicht? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Ich spüre ihr Fieber sogar bei der Kälte. Sie hätte das Bein nicht belasten sollen. Sie ist wach. Diese Fremde. Du kamst mit ihr, Ikri? Du denkst, ich war in der Nora-Heimat, um einen Speer zwischen uns zu treiben? Ich sagte, die Probe ist meine. Nur meine allein. Ich werde leben. Was ist dir mehr wert, Mylan? Dein Bein oder Stolz? Denn du musst dich für eins entscheiden. Beende es. Ich weiß, was du von mir denkst. Ich habe geschworen, du wirst ein Weißzahn. Das musst du. Ich gehe zurück. Allein. Nein! Lasst mich in Ruhe. Bitte. Lass sie. Mylan. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich wollte niemals deine Hilfe. Du solltest den Verak um Vergebung bitten. Der Verak war mir nicht wichtig. Du bist wirklich klug. Du lernst unsere Gesetze, um sie zu brechen, und verteidigst die Ehre eines anderen. Die Gesetze bedeuten dir viel. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Verstehst du? Ikri, meine Freundin, hätte sterben können. Und du ebenfalls. Wegen meines Fehlers. Aber das Gesetz des Überlebens verbietet das. Es macht uns stark. Und kalt. Es fordert uns, Freundschaften aufzugeben. Ich wuchs mit den Gesetzen auf. Sie brachten mir nichts als Schmerz. Hast du an sie geglaubt? Das dachte ich. Das ist meine Wahl. Mein Schmerz.